Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu Let's Play Minecraft Atlantis Part 6. Schön, dass ihr da seid. Ja, hier geht gerade die Sonne unter mit einem coolen Effekt. Ja, zocken wir ein bisschen Minecraft. Ich bin jetzt erstmal von der Insel runtergegangen, bevor ich hier den Part gestartet habe, denn diese Schwimmerei müssen wir uns ja nicht antun. Also ihr müsst euch das nicht antun und ich habe hier gerade einen Sound gehört. Ja Leute, jetzt gab es sozusagen nach Part 5 direkt Part 6, könnte man sagen, von der Upload-Liste her, weil ich nur mal 2 Tage jetzt nichts präsentiert habe. Ne, 3 Tage. Das liegt jetzt einfach sozusagen am Real Life, möchte ich sagen. Ja, müssen ja jetzt keine genaueren Ausführungen sein. Ich habe jetzt einfach erstmal wieder so 3 Tage sozusagen alles ruhig gehalten, weil es ging einfach überhaupt nicht und ich habe auch keinen Bock, so einen dahingerotzten Content zu bieten. Deswegen bitte ich das einfach zu entschuldigen und es wird auch demnächst, wie ich auch schon auf der Facebook-Seite angekündigt habe, ein Infovideo geben mit einer geordneten Upload-Liste, also meinem geordneten Upload-Plan. Ja, das noch bezüglich Cameo, was da jetzt eigentlich mit dem Let's Play los ist und ja. Darauf werde ich dann noch eingehen in diesem Infovideo. Wäre schlauer, das darin zu verpacken. Und natürlich auch bezüglich meines 200-Abonnenten-Special. Was ja scheinbar nicht mehr lange dauert. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich sage es nur ganz kurz. Es wird auf jeden Fall ein Gewinnspiel. Wird wohl einiges zu gewinnen geben. Das ist eine ganz witzige Sache. Will ich auf jeden Fall mal machen. So, und jetzt erstmal zu unserem Haus. In der stockfinsteren Nacht. Aber vorher einen Creeper geschickt erledigen. Denn ich will das Sprengpulver haben. Okay, Moment. Scheiße, den habe ich nicht eingeplant. Ich dachte, den werde ich los. Fuck. Scheiße. Entschuldigung. Oh! Was war das denn jetzt? Mannister ist in die Luft gegangen. Oh, nein, aber Gott sei Dank an der Stelle. Mist. Moment, Moment. Oh, scheiße. Das war mein erster. Das erste Mal wurde ich jetzt geschlagen. Moment, wir müssen hier irgendwo eine Waffe haben. Ich habe doch mit Sicherheit eine Waffe zurückgelegt. Ach, ich bin so gierig. Okay, da muss ich eine bauen. Dann haben wir noch ein paar Stöcker? Oder lagen die auch da hinten? Schon wieder voll verplant. Gut, da müssen wir ein paar Stöcker herstellen. Ja, oh, immer wieder. Es wird mir immer wieder erklärt, was ich machen soll. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich habe es doch jetzt schon ein bisschen gezockt, denn man muss mir doch jetzt nicht mehr. Es kommen immer dieselben Meldungen. Ich kann es nicht nachvollziehen. So, aber wir brauchen ja sowieso neue Schwerter. Eisenbarren habe ich, mache ich jetzt noch nicht. Ihr habt ja in den Kommentar wurde ja geschrieben, dass ich am besten jetzt mit Eisen die ganzen Werkzeuge und so herstellen soll. Die Schwerter, ah nee, Schwerter habt ihr ja gar nicht mit einbezogen, aber ja, da muss ich erstmal das gewisse Eisenvorkommen kriegen. Okay, los geht's. Boah, Alter. Von allen Seiten kommen sie. Ich spür's richtig. Mann, das können. Oh, scheiße. Nein! Oh nein, meine Erfahrungspunkte sind auch weg. Oh, die habe ich mir so hart erarbeitet. Oh, Mann, oh. Und dich auch noch erledigt. Egal, wir holen uns Unmengen davon wieder. Oh, da liegen sie noch. Oh Gott. Gott sei Dank. Unmengen an Erfahrungspunkten. Ah ne, das ist nur der Creeper. Wie nett. Ich habe gehört, dass Spinnen einen nur in der Nacht angreifen. Tagsüber sollte man die einfach in Ruhe lassen und dann passt das auch. Super, ey. Jetzt habe ich hier völlig umsonst die Erfahrungspunkte zu Beginn gesammelt. Oh. Schon wieder Stufe 6. Naja, ist ja in Ordnung. Dann haben wir also doch was Nettes eingesammelt. Was ist denn das hier? Ein Spinnenauge? Will ich nicht. Dafür will ich das hier haben. Sand. Gut, ich denke, wir haben jetzt einigermaßen alles wieder eingesammelt. Das Schwert kann ich hier auch liegen lassen. Nur das Sprengpulver, das muss noch da bleiben. Ja, natürlich, was ist nicht da? Das Sprengpulver. Warum auch? Hier ist es. Gott sei Dank, es gibt noch einen Gott. Die Schaufel kann ich auch weglegen. Sprengpulver hat Vorrang und ich habe es gekriegt. Super. Okay, dann werde ich jetzt alles mal in die Truhe verfrachten. Und dann wird hier genaueres besprochen, was wird heute in diesem Part geschehen. Wir werden jetzt komplett den ganzen scheiß Sandboden auf der Insel durch Erde ersetzen, damit dort eine schöne Vegetation entstehen kann.
Dafür können wir den Sand erstmal hier in unsere Truhe packen. Ist auch nicht schlimm, dass jetzt unser Häuschen hier ein bisschen weiter weg ist von der Insel, weil den Sand werden wir wirklich erstmal gar nicht brauchen. Die Erde auf jeden Fall. Steinspitzhacke behalten wir. Selbst Pflastersteine brauchen wir nicht. Meiner Meinung nach. Obwohl, doch, mir kommt gerade so eine Idee. Die nehmen wir doch lieber mit. Das muss alles so ein bisschen geordneter sein, aber was soll's eigentlich? Ist ja auch egal. Die Setzlinge könnten wir eigentlich auch schon gleich mitnehmen. Können wir gleich ein paar Bäume pflanzen. Auch Eichensetzlinge. Eigentlich hätte ich gern noch eine andere Art von Setzling. Weizensamen. Birkensetzling. Ich will nämlich ein paar Bäume da vor Ort anlegen. Eine Karte nehmen wir auch wieder mit. Und Schaufeln auf jeden Fall. Was haben wir noch an Schaufeln hier? Ah, zwei Stück. Das sollte eigentlich reichen. Drei. Ja, das sollte reichen. Die Frage ist nur, was brauchen wir gar nicht? Hier, verrottetes Fleisch. Können wir eigentlich gleich wegpfeffern. Ah, lassen wir erstmal da. Vielleicht kann man daraus was Nettes bauen. Ja, Leute, ihr habt mir oft geschrieben, wie ich etwas craften soll, indem ich irgendwelche Gegenstände gezielt ausrichte in diesen Kästen. Ja, aber das Problem ist, dass man das in der Xbox 360 Version gar nicht machen kann. Da gibt es eben nur diese festgelegten Gegenstände hier, die ich bauen kann. Es sind zwar so einige, aber wir haben eben nun mal nicht diese Freiheit, etwas so auf Freestyle craften zu können. Naja, auf jeden Fall. Moment, achso. So. Scheiße. Okay. Mal wieder ein bisschen Kram einsetzen. Nein! Hoch mit dir! Was war das? Ach, da hinten. Okay. Das werde ich überleben. Und wir werden jetzt einfach mal wieder rüber zur Insel gehen. Denn ich musste hier nur ein bisschen Kram einsammeln, ein paar Schaufeln. Ja, auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen meine Gedanken ordnen. Erstens, ja, Part 6 kam jetzt, natürlich, es kommt Mittwoch und Sonntag immer ein Let's Play Minecraft Atlantis Part, habt ihr ja vielleicht schon mitgekriegt. Ich überlege aber, ob ich den Sonntag in einen Samstag umwandle, sprich Mittwoch und Samstag. Denn Sonntag, da liegt immer so ein Schatten drüber, finde ich persönlich. Da muss ich echt mal gucken. Was wollte ich noch sagen? Gleich natürlich die Kommentare schön durchgehen. Mit dem Infovideo habe ich das auch schon gesagt. Oh Mann, ey, dieser Kill eben, der hat alles durcheinander gebracht, meine ganzen Gedanken komplett zerstört. Na, jetzt. Okay, scheiße. Da muss ich jetzt aufpassen. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Aber wir haben es überlebt und das ist die Hauptsache. Sand brauchen wir nicht. Aber Erfahrungspunkte nehme ich. Und die Spindeldinger da auch. Und ich denke, ich habe jetzt auch unfreiwillig das Spinnenauge gekriegt. So, super. Jetzt fressen wir noch ein Steak. Wo sind die Steaks? Da oben. So. Ja, wie gesagt, es wird demnächst eben wieder einen geordneten Ablauf auf meinem Channel geben. Es ist nun mal so, wofür mache ich das hier? Einfach zum Entspannen. Ich komme nach Hause, mache meinen Kram und dann setze ich mich vor die Konsole und nehme ein bisschen was auf. Und das präsentiere ich euch nun mal. Das macht mir einfach keinen Spaß, wenn da so ein Schatten drüber hängt. Sprich, wenn ich einfach gerade meine Gefühlswelt so ein bisschen durcheinander ist. Ja. Dementsprechend gab es diesmal keinen Content, aber ich denke, da werde ich bald eine feste Struktur wieder reinkriegen, so wie damals. Damals in der guten alten Zeit. Und wir werden gleich mal eure Kommentare durchgehen. Einer, der mir auch besonders am Herzen liegt, den werde ich auch sofort erwähnen. Aber erstmal müssen wir da hinten ankommen. Und wir machen es ganz knapp. Okay, und ich hoffe, dass sich die Bäume da langsam dann mal entfernen. Aber ich habe die böse Vorahnung, dass da noch ein bisschen Holz drin ist und deswegen gehen die nicht weg. Da kann ich eigentlich gleich mal ganz kurz gucken. So, einen Timer muss ich auch ein bisschen im Auge behalten. Nur wie soll ich das gleichzeitig steuern? Naja, wird alles schon funktionieren. So, erstmal bauen wir uns hier hoch und nebenher kann ich ja den Kommentar beantworten. Kasiman, ich würde dich bitten, einen Partner einzuspawnen, meinst du wohl? PS, meinen Namen kannst du nehmen, danke, von Morten Peter. Ja, und er meinte damit eben, Together soll ich machen, Let's Play Minecraft Atlantis Together. Oder Let's Play Together Minecraft Atlantis. Und dazu muss ich sagen, dieses Let's Play war einfach so gedacht, dass eigentlich nur ich das zocke, weil ich eben diese Welt erschaffen möchte. Mit euren Konzepten, sage ich mal. Scheiße, das war jetzt das Falsche. Und es war einfach nicht als Together jetzt eingeplant. Ich wollte einfach
Ich wollte sozusagen Border Days einfach sozusagen jetzt meine Welt geworden und die wollte ich jetzt einfach aus eigener Kraft sozusagen jetzt wieder neu aufbauen. Das Manister-Building ist da nun mal draufgegangen, aber das wird neu erstellt. Deswegen werde ich auch zunächst einmal. Ah nee, das ist jetzt schon wieder der Inhalt des Infovideos. Auf jeden Fall ein Together sollte es eigentlich nicht werden, weil ich einfach sozusagen dieses Let's Play auch auf mich konzentrieren möchte und vor allem, was auch ganz wichtig ist, ich wollte einfach mal rausfinden, inwiefern kann ich euch unterhalten und wie halte ich es durch, alleine hier eine halbe Stunde lang auch wirklich ohne direkten Bezug. Man kann ja oft bei irgendwelchen Let's Plays sofort Bezug auf irgendwelche Action-Szenen in dem Spiel nehmen oder sagen, oh Gott, ich bin gleich tot, Hilfe, dies und das, das gibt's natürlich hier auch. Eben dieses klassische Gelaber. Aber ich habe bei Minecraft, wenn man baut, da gibt es ja meistens so extrem viel zu berichten und dann muss man nun mal wirklich zeigen, was man auf dem Kasten hat. Wie gesagt, aber ich will die ganze Sache auch nicht zu ernst nehmen, aber nein, es war nicht als Together geplant. Es ist nicht langweilig, Florian Veit sagt, es ist nicht langweilig, wenn du von dir erzählst, ist sogar ganz cool. PS, nenne meinen Namen. Ja, habe ich ja jetzt gemacht. Ein sehr schöner Name, Veit. Was für ein Hammer-Nachname. Oh, ja, jetzt zerfällt es tatsächlich. Funktioniert also. Ich möchte mal sehen, wie es kaputt geht. Ja, super geil. So habe ich mir das auch erhofft. So, und Leute, jetzt ersetzen wir den ganzen Boden durch Erde. Oh, scheiße, scheiße, nein, 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 nein. So, perfekt. Web, 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 web. So, das finde ich dann gut, wenn ich was von mir erzählen kann und den nicht komplett einpennt. Boah, im letzten Part habe ich auch wirklich sehr viel geredet, ne? Auch so relativ schon wieder wirr durcheinander. Es wird alles noch kommen. Der Name für deinen Nachbarn habe ich ganz vergessen. Vielleicht typisch deutsche Namen wie Herr Meier, Herr Schmitz, Herr Müller. Kannst ihn auch Schloti nennen. Also Schloti hat das geschrieben. Ich spiele ja auch Minecraft, nur am PC. Wäre meine Ehre, dein virtueller Minecraft-Nachbar zu sein. Und ich wollte noch fragen, was mit Cameo ist. Hast du aufgehört mit dem Let's Play oder was? Siehe Infovideo, das demnächst erscheint. Und mit dem Nachbarn, genau, der Nachbarn, der da hinten rumhängt. Da gab es jetzt aber leider schon zuvor einen Kommentar mit zwei Nachbarnamen, die ich schon sehr geil fand. Und Schloti, ja, ich kann dich ja auch wieder einen Hund, ich kann einen Hund nach dir benennen. Aber ich habe mir schon die anderen Namen leider ausgesucht, da werde ich gleich mal das, suchen. Oh, ich brauche echt eine Person, die mir die Kommentare vorliest. Wäre übelst geil, eigentlich war der Bimbo dann, aber wäre schon Hammer. Wo war denn das mit dem Nachbarn? Genau, nennen wir ihn Peter Rittmeier oder Ümit Kainan. So heißen meine Nachbarn und irgendwie finde ich, das sind so typische Nachbarnamen. Hast du einen Steam-Account? Weil ich habe keinen Windows Live. Damit sich die Elektronen entladen können? Ich weiß nicht, bin 9. Gimmi, aber Elektronen können sich nicht entladen, oder? Wenn dann, könnte sich vielleicht das Kabel neutralisieren, also entladen. Wovon redest du? ich weiß es gerade überhaupt nicht, was jetzt mit den Elektronen gemeint ist. Man kann Obsidian nur mit einer Diamantenhacke abbauen, deshalb brauchst du noch keinen herzustellen. Ja, das habe ich auch schon gesagt in dem Part, dass ich es eigentlich total blöd ist. Ich wollte eben nur schon mal so ein Vorkommen anlegen, aber es ist ja nun mal gescheitert. Nehmen wir nicht davon, aber Peter Rittmeier oder Ümit Kainan, dann setzen wir es doch einfach zusammen zu entweder Peter Kainan oder Ümit Rittmeier. Ümit Rittmeier, das klingt mega cool. Das nehmen wir, Ümit Rittmeier. Herzlichen Glückwunsch, danke für den Namen. Und Schlodi, du bist ja, für dich wird ja auch noch ein Name ausgesucht. Hä, wo ist denn meine Schaufel da? Boah, ich habe schon wieder komplett unterschätzt. Man braucht so unglaublich viel Schaufeln für den ganzen Kram hier. Die Insel ist aber auch nicht gerade klein, das muss man echt sagen. So, aber es nimmt ja alles langsam Kontur an. Ich habe schon wieder gar nicht geplant, diesen Part hier so relativ kompliziert zu machen. Jetzt habe ich hier schon wieder wirr durcheinander geredet. Mensch, 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 was bringt die Zukunft mit sich? Naja, auf jeden Fall. Weiter geht's. Weiter im Text. Was haben wir hier noch? Richtig geiler Part. Ich würde an deiner Stelle mal auf Eigenwerkzeug umsteigen, weil sie effizienter und schneller sind. Und ich wollte fragen, da du über PS3 und Xbox geredet hast, was du von Nintendo hältst. Also ich habe ein Super Nintendo Entertainment System von 1990, 16-Bit. Und natürlich auch eine Wii. Aber wie findest du Nintendo? Die Wii U? Die Wii U ist ja mit der stimmt, von Android, die 8. Generation der stationären Spielekonsolen. Das hat geschrieben Schloti. was ich von Nintendo halte, ich liebe Nintendo. Also, ich hatte eine GameCube. Also, Nintendo 64, meine Mutter hat mal meinem Vater Nintendo 64 geschenkt.
vor etlicher Zeit, einfach mal ein bisschen zum Abschalten und so. Und dann habe natürlich ich als kleiner Junge damit meist gespielt. Ich musste auch immer schön um Erlaubnis fragen, deswegen habe ich mich auch meist nicht getraut, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn jemand Nein sagt. Also mir irgendwas dann, wenn ich nach etwas frage und ich ein Nein bekomme, das ist irgendwie bei mir, da bin ich dann immer ganz, ganz traurig. Naja, auf jeden Fall, Nintendo 64 habe ich dann irgendwann sozusagen von meinem Vater bekommen. Er hat damit eigentlich überhaupt nicht gespielt so richtig. Also eine Zeit lang Super Mario 64 und dann ist das auch so bei mir nicht untergegangen. Aber ja, das war jetzt wieder eine E-Mail. Ja, auf jeden Fall, ich hatte dann eine Nintendo 64, dann habe ich mir die GameCube gewünscht, habe sie dann zum Geburtstag bekommen mit Super Mario Sunshine. Und da ist es dann komplett entfacht, das Feuer, das Feuer der Leidenschaft. Und ja, habe mir auch relativ viele GameCube-Spiele geholt, sogar FIFA. Das war schon sehr exklusiv. Das muss man sich trauen, muss ich zugeben. Ja, und natürlich mag ich auch die ganzen Serien wie Zelda und natürlich Mario und Pikmin fand ich auch relativ cool. Metroid Prime bin ich nie drin gewesen. Aber da sind schon coole Sachen und Nintendo hat schon geile Sachen hervorgebracht. Auch Super Nintendo hatte ich nie. Hab damit aber viel bei meinem Cousin gespielt. Asterix und Obelix haben wir oft gespielt, da haben wir immer sofort verschissen. Ja, das waren alles geile Konsolen. Ne? Was mein Problem war, Mario Kart, mit dem Spielen kam ich bei auf Nintendo 64 und Super Nintendo noch nicht klar. Das war mir alles noch ein bisschen zu eckig und zu kantig letztendlich. Aber es sind geile Konsolen, wer was gegen Nintendo sagt, also. Nee, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil da kann man nichts Negatives sagen. Das ist ein unglaublicher Wert, da steckt so viel Kindheit hinter. Allein bei Pokémon, das Pokémon nicht erwähnt habe. Und mein Game Freak hat mit Pokémon so dermaßen reingeschissen. Und ich liebe Pokémon auch. Allein auch weil Pokémon, das ist auch einfach ein cooles Thema. Oh, da ist ein Hundchen. Vielleicht der zukünftige Schloti. Nee, weil ich leider keinen Knochen habe, wie es ausschaut. Nee, aber ein paar Spinnenfäden. Aber ich kann ihm ein Steak geben. Vielleicht freut er sich darüber. So. Boah, ey, wie lange ich hier schon grabe. Moment. Das hier möchte ich erstmal abschließen, bevor ich hier im Text fortfahre. Willst du ein Steak? Ein leckeres Steak? Was sagst du? Hier, komm. Nimm mal. Moment. Nein. Och. Ich gehe einfach hinterher. Nee, man kann es ihm nicht geben. Gut, dann wird er jetzt von der Strömung in ein anderes Land getrieben. Weit weg. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die Insel da drüben wirklich eine richtige Insel ist. Weil ihr seht, ja, wir sind noch nicht abgetrennt. Also ich habe die Insel hier jetzt im Bereich abgetrennt, aber nur nicht so richtig. Das ist leider das Blöde gewesen. So, ich kämpfe jetzt hier mit der Axt weiter. Ich weiß überhaupt nicht, ob das einen Vorteil gegenüber der puren Hand bringt, wenn die Axt ja überhaupt nicht auf Sand ausgelegt ist. Aber gut, auf jeden Fall eine Nintendo geile Sache. Aber ich bin jetzt einfach mehr in dem Xbox-Bereich. Ich habe meine Wii auch verkauft, weil zu meiner Wii habe ich nie so die Beziehung aufgebaut, sage ich mal. Ich hatte Zelda, ich hatte jede Menge Spiele für Wii, aber ich war da nie so richtig drin letztendlich. Meine GameCube würde ich natürlich niemals hergeben, so auch mit Wind Waker und so. Oh, es ist so episch, die erste Szene. Ich liebe Wind Waker, aber Wii war ich nie so extrem drin und da wollte ich dann immer Kohle haben. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir jetzt auch den Laptop gekauft. Ist ja schon sehr lange her, den ich ja jetzt auch zum Rendern und so benutze. Der sozusagen gerade sich neben mir befindet. So, jetzt füllen wir die Löcher aus. Aber vorher haben wir Holz. Ah ja, okay, man sieht's ja. Dann machen wir uns nämlich mal eine Werkbank. Ach, ja. Moment. So, weg damit. Werkbank. Ablegen. Öffnen. Und eine schöne Truhe bauen. Web. Okay. Und da tun wir jetzt das ganze Zeug erstmal rein. Web. Das Holz auch erstmal. Sand brauchen wir gar nicht. Die Erde wird ja sowieso dauern, bis wir das richtig eingesetzt haben. Hier vor Ort ist ja auch egal. Ja, scheiße, da war ja noch eine Schaufel. Mann, den Blick habe ich nur nicht dafür. So. In dem Fall jede Menge Kram. Pflasterstein kann auch erstmal weg. Ich überlege nämlich, ob ich will ja die Befestigung bauen und ich frage mich, ob ich nicht in den Mittelpunkt der Insel dann den Pflasterstein reinsetze, damit wenigstens das so ein bisschen nach Eingang zu Atlantis aussieht. Alles Erde ist vielleicht doch ein bisschen doof. So. Wo kann ich ja da hinsetzen?
Waffen ist zu der Zeit jetzt hier gerade nicht verkehrt. So, da haben wir es doch jetzt. Schön, sogar noch ein bisschen Holz. Gott weiß wieso. Und das soll es gewesen sein. Ne, weg damit. Und so. Spitzhacke und dann haben wir es perfekt. Super. Okay, jetzt legen wir hier mal die Erde ab. So, und wir kümmern uns um den nächsten Kommentar. Oh, ihr habt so geil viel geschrieben, ey. Ich find's so Hammer. Wasser schöpfen. Unterstes Kommentar zuerst. Sorry. Hä? Ach hier. Außerdem würde ich mal mindestens einen Eimer craften. Mit dem kannst du dann Wasser und Lava transportieren, auch in deinem Inventar. Eimer gleich drei Eisen machen in der Werkbank, wie ein V postieren. Ja, und genau das ist eben das Problem. Ich kann das nicht postieren. Bei mir gibt es eben in Minecraft für Xbox 360 gibt es eben nur die festgelegten Formeln. Und ja, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Aber auf jeden Fall Werkbank wie ein V. Wenn du irgendwo mal Wasser benötigst, aber kein See bzw. Meer in der Nähe ist, dann kannst du dir eine unendliche Wasserquelle erstellen, indem du ein Viereck bestehend aus vier Blöcken in den Boden gräbst und dann dort zwei Eimer Wasser diagonal voneinander reinschüttest. Daraus kannst du dann für immer Wasser schöpfen. Genau, und das ist da oben der Kommentar. Wie immer, gutes Video, macht Spaß dir zuzusehen, wie du als letzter Mensch auf dieser Welt keine Ahnung von Minecraft hast. Dankeschön. Ja, das ist sogar ein sehr guter Slogan eigentlich. Sollte man so ein bisschen umbauen. Naja. So. Ich glaube, das war's jetzt aber mit den Kommentaren. Mano. Ah ja, das hat Rülehö geschrieben. Ja, das war's mit den Kommentaren. Oh, wie traurig. Er hat richtig viel geschrieben. Fand ich schon echt cool. Vor allem so richtig lange Kommentare. Das zeugt immer so von Interesse. Finde ich echt geil. Super geil. Okay, auf jeden Fall. Die Insel nimmt allmählich Gestalt an. Nein, nicht wirklich, aber ihr wisst ja auf jeden Fall schon mal, wie es hier gemeint ist. Es ist eine gut gemeinte Insel sozusagen. Eben das Ziel ist, ich möchte hier jetzt erstmal die Erde reinsetzen, damit hier schön Boden entsteht. Das können wir eigentlich auch gleich mal rausklöppeln. Werde ich dann nachträglich entscheiden, wie viel Pflasterstein wir nun nehmen. Außenrum werde ich eine Mauer bestehend aus Pflasterstein setzen, also da, wo ich jetzt hier gerade also das hier werde ich noch durch Erde ersetzen und hier oben drauf werde ich dann eine Mauer bauen. Ah ne, die Mauer kann ich ja gleich hier hinsetzen. Ihr werdet es ja gleich sehen, auf jeden Fall. Das wird hier noch schnell vonstatten gehen. Wie spät haben wir es denn? Nein, oh Mann, da gucke ich mal ganz kurz um. Ach, scheiße. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, perfekt, ein Skelett. Vielleicht ist das Hundi ja noch hier vor Ort. Okay. Haben wir jetzt den Knochen? Ich werde mich mal hier so ein bisschen lang bewegen. Hoffen, dass wir ihn gekriegt haben. Nein, nur Pfeile. Schade. Schade. Okay, daneben nicht. Auf jeden Fall jede Menge Spinnen. Aber die darf man, kann man ja tagsüber, muss man die nicht fürchten. Deswegen muss ich ja nur noch kurz warten. So. Wo war ich gerade? Zeitmäßig. Oh, wie die Zeit verfliegt. Das ist echt richtig krass. Ja, Leute, heute habe ich eigentlich gar nicht so richtig eine Frage für den Part, aber euch fällt ja immer was ein. Auf jeden Fall heißt unser Nachbar jetzt Ümit Rittmeier. Das müsst ihr euch merken. Schreibt es am besten nochmal in die Kommentare, dass er jetzt Ümit Rittmeier heißt. Dann kann ich es mir merken. Aber mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich habe keinen Steam-Account. Stimmt, das hätte ich auch noch beantworten sollen. Ich habe keinen Steam-Account. Nee, Moment mal. Doch, ich habe einen, aber den benutze ich ja nie. Ich bin ja überhaupt kein PC-Zocker mehr und Steam-Account habe ich gar nicht mehr. Nee, stimmt. Ist komplett gestorben, sozusagen. Also war nie da. Das ist der Punkt eigentlich. So. Ah nee, oh scheiße. Die Erde kann ja bleiben. Das war ja nicht das Ziel der Sache. Okay, oh, das braucht aber so viel Zeit, das hier umzuflügen. Es geht echt ab. Okay. So, und jetzt halt ist im Hintergrund wieder eine Tür zugeknallt. Das ist mal wieder so ein Klassiker. Das gibt mir immer schon den Rest. Einmal Tür knallt im Hintergrund zu, das gibt mir immer schon den Rest. Ich bin so empfindlich. Aber wie die Leute immer hier in diesem Haus die Tür zuknallen. Als würde ich diese Menschen gar nicht kennen. Barbarenvolk. So. Okay. Und damit haben wir den Kreis hier auch fast geschlossen. Auf jeden Fall brauchen wir jede Menge Erde. Ich habe es komplett unterschätzt. Es ist ja unglaublich, die Insel ist viel zu groß geworden, jetzt, wenn ich das mal so zusammenfasse.
Also ich wollte sie letztendlich eigentlich gar nicht so groß. Ach, aber gut, dann können wir ja wenigstens eine schöne Fauna aufbauen, Flora und Fauna. Die Tiere kommen ja irgendwie immer von selbst, kaum ist hier ein Baum. So, web, web. Und es wird wahrscheinlich auch gleich wieder Tag. Okay. Wie viel haben wir? Oh, alter Schwede. Das kann noch was werden. Das kann noch was werden. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Erde. Nee, wir haben keine Erde. Okay. Rüber. Oh, bitte. Da muss ja noch ein bisschen was sein. Und ich fress noch einen Apfel. Besonders schmackhaft. Nee. So. Und... ja, ein bisschen Hunger hatten wir und einen Apfel kann ich mir alle mal leisten. Ist hier irgendwo ein Creeper in der Nähe? Da ist wirklich ein Creeper. Eigentlich könnten wir mal gucken, ob wir ein bisschen Sprengstoff dann kriegen. Wäre ein netter Abschluss auf jeden Fall dann noch letztendlich für den Part. Den Creeper müsste ich echt mal gleich angreifen. Ich muss kurz überlegen, vielleicht kann ich ja mit dem Bogen angreifen. Zwei Pfeile habe ich ja. Mindestens. Ich muss gleich mal gucken, was man für einen Bogen braucht. Ich hätte nie gedacht, dass das so lange dauert. Also habe ich echt unterschätzt. Echt schon lange nicht mehr Minecraft gespielt. Und selbst wenn, da habe ich ja immer relativ monoton das Minister Building. Das waren ja auf jeden Fall viele Elemente waren eingebaut. Aber letztendlich war es ja einfach nur ein Gebäude bauen. Alles schön einrichten. In dem Sinne anordnen. Aber so Obsidian und so habe ich dafür ja nie gebraucht. Und das sind dann eben so die Tücken, die sich mir letztendlich in dem Spiel offenbaren. Jetzt gucken wir mal, was man für einen Bogen braucht. Hä? Achso. Scheiße. Scheiße. Aber kann sein, dass ich diese Fäden doch noch habe. Ja, perfekt. Stöcker. Was braucht er noch? Für einen Bogen. Ach, haben wir. Super. Und, ja, Lehm hätten wir noch gebraucht, aber das haben wir nun leider nicht. Aber zwei Pfeile und dann werden wir mal ganz kurz auf die Jagd gehen. Ja. So, weg damit. So, super. Jetzt werde ich hier noch attackiert, aber von was? Boah, du warst das. Okay, und... so, weg damit. Ja, Leute, ihr müsst mir dann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt noch sehen wollt, wie ich das hier wegkluppe oder ob ich das jetzt offscreen machen soll. Jetzt habt ihr ja wieder ein paar Tage Zeit und... na, hau ab. Habe ich gerade Leben bekommen? Ach, schade, sah so aus. Oh, nein! Nein! Okay, aber wir haben jetzt Pfeile. Scheiße, scheiße, scheiße! Okay, jetzt habe ich's. Hä, was ist denn jetzt los? Avatar-Auszeichnung freigeschaltet. Hurra, du hast einen Avatar-Gegenstand gewonnen, eine Creeper-Base-Cap. Geh zur Xbox-Steuerung, um sie deinem Avatar aufzusetzen. Und? Oh, perfekt. Aber ich glaube, es reicht immer noch nicht für TNT. Nee, noch lange nicht. Denn wir brauchen... nee, noch einen. Ach, Unsinn. Wir brauchen nur noch einen. Ist hier vielleicht noch ein Creeper? Den würde ich dann gerne mal umflügen. Ja, ich versuche es. Ach was, nutzen wir die restliche Zeit, um Creeper zu besiegen. Außerdem brauchen wir ein bisschen Erfahrungspunkte. Nochmal ein letzter Fight zum Ende hin. Ah, scheiße, stimmt, die sind ja jetzt wieder verwundbar. Aber wir haben Knochen. Ah, schön, wir sammeln nochmal richtig geile Sachen ein. Okay. Mist, ich brauche einen Creeper. Okay, wir fressen noch schnell einen Apfel, einfach aus Placebo-Effekt allein schon. So. Wo ist hier ein verdammter Creeper? Da hinten. Das müsste eigentlich einer sein. Oder ist das nur ein grüner? Nee, das ist ein Creeper. Okay. Oder doch nicht? Doch. Hey, der sieht so groß aus gerade. Moment. Und... wap. Haben wir noch einen? Nein. Oh, scheiße. Ein paar Pfeile mehr wären wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen. Ach, scheiße. Oh, die Drecksviecher, ey. Die hangen sich da alle immer so extrem in die Luft. Ach komm, ich wollte noch einen Creeper haben. Muss da irgendwo noch einer sein. Jetzt laufen doch immer überall rum. Selbst tagsüber. Tagsüber. Boah, aber was für eine geile Landschaft. Das ist echt nicht schlecht, aber... gut, die haben ja auch am
Generierungsprogramm gearbeitet, sage ich mal. So. Hier muss ja noch was sein, Scheiße! Hier muss ich doch noch einen Creeper finden lassen. Nee, das ganze Plateau ist im Eimer, sage ich mal. Hier ist nichts mehr. Gut, wir haben ein paar Erfahrungspunkte. Einen Knochen, um dann einen Hundi anzuheuern. Och Mann, aber da wäre mehr drin gewesen. Auf jeden Fall. Und da ist unsere wunderschöne Insel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey, für dich brauche ich noch ein bisschen. Für dich brauche ich noch ein bisschen. Leute, schreibt es unbedingt in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, wie ich das hier noch alles, hier noch den ganzen Erdboden einsetze. Müsst ihr mir unbedingt sagen. Und vor allem, ob ich auch offscreen die Mauer schon setzen soll. Und da will ich auf jeden Fall schon Glas einsetzen in die Mauer. Ich will schon gerne rausgucken. So. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen. Ich hatte ja wieder ein bisschen was zu erzählen. Aber ihr seht schon, die Kommentare helfen mir echt weiter. Macht riesig Bock. Außerdem, ich finde, im Moment so aktuelle Themen gibt es sowieso nicht anzusprechen. Also, mich interessiert es wirklich gar nicht, dass der Papst zurückgetreten ist. Also, das ist wirklich einfach rundum langweilig. Ja. Ich bin nicht leicht zu begeistern. So, und das pflügen wir noch zu Ende. Und Leute, ich würde sagen, das war's. Ja, gut. Hätte besser laufen können, aber ich habe nur mal die ganze Zeit gearbeitet und da war einfach dann letztendlich nicht mehr drin. Ah, was? Ich muss ja gar nicht mehr rüber. Kann den nächsten Part eigentlich gleich hier beginnen. Je nachdem, was ihr wollt. Ob ihr nun wollt, dass ich hier nochmal offscreen ein bisschen das hier rumpflüge oder ja, ob ihr sehen wollt oder nicht. Das sagen mir die Kommentare und das Licht. Okay, Leute, macht's gut. Schön, dass ihr da wart und bis Mittwoch an die Let's Play Minecraft Atlantis Schauer. Und sonst wird auf jeden Fall werden wieder Let's Play Parts erscheinen. Das war jetzt wirklich nur eine kleine Pause und ja, mal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.